Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Kletter! Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Ich dachte, der geht jetzt weiter und deckt uns doch nicht mehr. Ich sitze in einem Haus, voll mit Sprengstoff. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Okay, okay. Hier hoch. Was zum Teufel ist außen los? Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge, falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Uni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Ja. Was zum Teufel? Was war das? Wer schießt da? Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Sie sehen mich. Jetzt los. Oh mein Gott. Halt, warte. Hab ihn fast. Los. Spreng. Halt, warte, warte. Oh mein Gott. Oh, das Geräusch. Das Geräusch müsste frei sein. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Ich brech dir das Genick! Ergib dich! Nein! Sie sind gestürzt! Oh mein Gott. Lara, es sind zu viele! Verschwinde von dort! Oh nein, och Mann! Ich war doch richtig. Ich hab's nur ganz knapp ver... Lara, es sind zu viele. Okay, okay, wir laufen. Also manchmal. Wir kriegen das noch. Lara, es sind zu viele. Okay, okay. Wir haben das jetzt geschafft. Wir sind oben. Okay, das kriegen wir hin. Ich find's cool, wie das oben an der Decke aussieht mit den Flammen.
Das sieht echt gut aus. Wo sind wir gelandet? Okay, also hier geht's nicht weiter. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Unseren Bruder getötet. Jetzt töte ich dich. Nikolai, bringt sie zu mir. Die nehmen mir alle Waffen ab. Der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Oh mein Gott. Okay. Ich habe zwar den Bogen, aber keinen Pfeil. Und ich habe nur den Bogen. Thank you.
kann aber nicht durch das Gas laufen. Also. Einen anderen Ausgang finden. Vielleicht in die andere Richtung. Ich brauche irgendwas, um das Gas zu entzünden. Ich habe nur 3 Pfeile und einen muss ich dafür verwenden. Weil ich zu langsam. Okay, da habe ich noch mal 3 Pfeile bekommen. Was sagt denn dieses Tagebuch? Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Zu ihren Ehren. Was diese Männer wirklich gefährlich macht, ist ihr Glaube. Sie glauben an die Sonnenkönigin und werden von nichts zurückschrecken, um sie zurückzubringen. Ja, ich meine, für die liebe Sam ist es ja gut, dadurch, dass sie jetzt daran glauben, dass sie die Sonnenkönigin ist. Werden sie sie hoffentlich nicht nochmal versuchen zu töten. Aber das bringt halt auch nur der Sam was. So, wir gehen nochmal ins Lagerfeuer. Wahnsinn beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. So, dann gehen wir hier jetzt mal weiter. Wartet, wartet! Was soll ich denn tun? Bitte! Nicht zu viel Sorge. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Das ist schrecklich.
Aber wir haben nur... Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ich fühle mich hier nicht wohl. Oh weia. Okay. Um ehrlich zu sein, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen. Habe ich irgendwas übersehen? Also von da hinten kommen wir her. Also die Umgebung ist sehr, sehr ekelhaft. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich will hier wieder raus. Wir gucken mal, was wir hier gefunden haben. Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Okay, wo ein Fächer halt.